Wenn ich Pitstop Version 13 und Acrobat DC einsetze auf Mac OS X, habe ich folgendes Problem, wenn ich ein Prüfprofil ausführe. Es kommt die Fehlermeldung, die Farbkonvertierung war nicht möglich, weil die angeforderte CMM-Engine nicht verfügbar ist. Das ist deshalb der Fall, weil Adobe die CMM-Engine derzeit nur in 32-Bit zur Verfügung stellt. Wenn ich also Acrobat 10 oder 11 einsetze mit Pitstop Pro, dann funktioniert diese Konvertierung, weil diese Versionen noch unter 32-Bit laufen. Und die neue Version von Acrobat DC und Pitstop 13, die laufen unter 64-Bit. Die Lösung ist nicht unbedingt eine einfache. Sie gehen auf die Adobe-Seite und suchen nach Acrobat 11 Pro und laden diese Version herunter. Wenn Sie im Besitz der Cloud-Lösung sind, können Sie diese Version herunterladen und müssen sich auch nicht mit einer Seriennummer registrieren, sondern lediglich mit Ihrer Adobe-ID angemeldet sein. Und dann läuft diese Version auf Ihrem Mac. Danach müssen Sie natürlich Pitstop 13 wieder installieren. Die gleiche Datei jetzt in Acrobat 11 geöffnet mit Pitstop Version 13 und ich führe dieses Prüfprofil nochmals aus. Dann sehen Sie, es hat keine Fehlermeldung mehr bezüglich der CMM von Adobe. Hier läuft das Ganze unter 32-Bit und deshalb ist die einzige Lösung, die Sie haben für dieses Problem, die alte Software Acrobat 11 installieren, Pitstop 13 nachinstallieren. Ansonsten funktioniert die Prüfung nicht.